Noch dazu kommt dann das Foto, sehe ich das Foto von den Typen und da hat der Sänger geht gar so nicht. Ey, da hat er beim letzten der Sänger ist so ein Mädchen. Der hat nur mit seiner letzten Frisur hier, hat er schon irgendwie die Strähnen in seinem Gesicht und geschminkt und alles. Und dann seine Juckerpalmenfrisur. Ja, also. Da sah er ja aus wie ein Mädchen, ne? Also komplett wie eine Frau. Und jetzt, mittlerweile braucht man da ein neues Wort für, finde ich. Das ist einfach nur noch Schwuchtel, peinlich, Frau, irgendwas dazwischen. Das ist irgendwie, das kann man gar nicht mehr definieren. Ich finde es so erbärmlich. Und der komische kleine Spinner mit seinen Dreadlocks ist so ein richtiger kleiner Vollass. Das ist das Geilste. Noch nie gefickt in seinem Leben. Und wenn er mal gefickt hat, dann hat er vielleicht irgendwie so ein, zwei irgendwie 16-Jährige maximal und erzählt den ganzen Tag von Frauenheld. Und die anderen beiden, die sowieso gar nicht zu melden haben. Gregor und Günther irgendwie. Die beiden, die versenden sich ja sowieso komplett irgendwie. Also wenn ich die Flasche gehabt habe, dann hätte ich aber nochmal ordentlich mehr zugehauen. Ich hätte nochmal draufgehauen. Abgerundene Vollidioten sind das. Also ich fand diese Mädchenband ja früher schon scheiße. Und mittlerweile ist es einfach nur noch, die übertrumpfen sich ja von Tag zu Tag. Die werden immer abstrakter, hässlicher. Und das Geilste finde ich ja, dass sie vollkommen überschätzt sind. Die haben für nichts, die können nichts und haben Millionen geschafft. Und machen sich richtig die Taschen voll. Irgendwie hier der kleine leisten nichts dafür, die fahren ganzen Tag mit ihren fetten roten Ferraris. Und der Spinner mit seinen komischen, wie heißt der nochmal hier? Hier Tom und sein dämlicher Schwuchtelbruder, die sind so asozial. Jetzt haben sie einen coolen neuen Look. Cool. Die sehen jetzt noch cooler aus als vorher, ey. Die sehen einfach aus wie eine scheiß Schwuchtel. Schwuchteln, wie die letzten Schwuchteln und was, das ist ja. Dafür brauchst du. Früher ging es halt noch. Jetzt sieht er einfach nur noch richtig scheiße aus. Im Ausland unterwegs sein. Ja, ihr seid so cool, ey. Ihr seid so international, ey. Halt doch die Fresse. Das sind so eine scheiß Assis. Und wer das hört, das hören für mich auch keine Spaß. Und das ist für mich nur eine Bestätigung, durch Geld verändern sich Menschen. Das ist für mich einfach, sobald die ein bisschen Kohle haben, verändern die sich irgendwie. Und das ist also, wie gesagt. Und wenn die sich selber verunstalten, wie sehen die denn jetzt aus? Das Geile ist ja immer, dass sie sagen, sie haben keine Stylisten. Ich finde, sie sollten sich mal einen Stylisten zulegen. Ja. Weil so wie die rumrennen, das ist einfach komplett peinlich. Absolut peinlich. Stell dir vor, die Typen rennen auf der Straße rum. Stell dir das mal vor. Bill, den würde ich gerne mal richtig ins Gesicht rotzen und anspucken würde ich ihn gerne mal. Für seine hässliche Visage. Ja. Wie rennt der denn rum, ey? Mit Schminke im Gesicht, als Typ. Voll, komplett zugeschminkt, Alter. Das ist so lächerlich, ey. Lächerlich.